Das fände ich ja super, wenn wir einen Hund vermitteln könnten. Dann könnten wir denen das ganze Schlimme drumherum ersparen. Das stimmt. Oh Gott, das wäre ja viel zu schade um die Hunde. Schau nur, Keks versteht sich echt gut mit dem Kleinen. Linus, ich bin mal froh, wieder Zeit mit dir alleine zu verbringen. Ich auch mit dir, Alina, aber du weißt ja, ich hatte so viel zu tun in letzter Zeit mit der Feuerwehr, da ist es nicht immer so leicht, viel Zeit für uns beide zu finden. Ja, aber das müssen wir, denn sonst hat unsere Beziehung langsam keine Chance mehr. Was? Was sagst denn du da? Es ist so, du musst wieder mehr Zeit für mich finden, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass es so schlimm ist, aber natürlich werde ich wieder mehr Zeit für dich haben. Moment, was ist denn schon wieder mit Keks los? Keks, hier geblieben. Der hört eh nicht. Keks! Lass ihn doch laufen, wir laufen gleich hinterher. Okay, wenn du meinst. Aber nochmal, Linus, ich mein's wirklich ernst. Wenn das sich nicht ändert, dass du mehr Zeit für mich hast, dann brauchen wir eigentlich auch nicht mehr zusammen zu sein. Denn dann macht die Beziehung gar keinen Sinn mehr. Okay, aber liebst du mich nicht mehr? Doch, schon. Aber was bringt's mir, wenn ich dich liebe, aber du nie Zeit für mich hast? Ja, okay, Ich werde mein Bestes geben, aber du weißt ja, als Feuerwehrmann hat man echt viel zu tun. Okay, lass es dir einfach mal durch den Kopf gehen. Werde ich machen. Und jetzt suchen wir Keks. Oh Gott, sind das viele Hunde. Welcher davon ist denn jetzt Keks? Macht Platz, ihr vier. Macht Platz, alle auf dem Boden. Gleich gibt's was zu essen. Oh, wer ist das denn? Oh, hallo. Wie kann ich euch denn helfen? Wir suchen unseren Hund. Oh, die sehen ja alle ziemlich gleich aus. Keks? Ach, das ist er. Super, wir wollen dich nicht stören. Hi, wie ist denn dein Name? Ich bin der... Ach, ist doch nicht so wichtig, wie er heißt. Komm, wir laufen weiter, Alina. Alina? Hey, wie heißt du denn? Ich bin der Flo. Hey Flo, ich bin Alina. Hi, freut mich, dich kennenzulernen, Alina. Und wer bist du? Ich bin Linus, Alinas Freund, und ich bin Feuerwehrmann. Oh, okay, cool. Und was machst du so, Flo? Ich passe gerne auf Hunde auf. Ich bin wirklich gerne mit denen draußen, das sieht man ja auch. Ich habe hier einen ganz schön viele Rabauken um mich. Da, okay, also nicht so aufregendes wie ein Feuerwehrmann. Also ich finde cool, dass er auf die Hunde aufpasst. Danke, Alina, freut mich, das zu hören. Und wem gehört der Keks? Keks ist mein Hund. Cool, wollen wir vielleicht mal wieder lieber rübergehen zu den Hunden, nicht dass die uns noch weglaufen? Stimmt, bei Keks könnte das echt sein. Meine würden nicht weglaufen, die sind so gut dressiert. Wow, du bist ja cool, du hast deine Hunde dressiert. Linus, sei freundlich. Tut mir leid, Flo, ach, ist auch egal. Alina, ich gehe vor, ich habe noch einiges zu erledigen. Viel Spaß euch zwei noch, ich gehe jetzt zur Feuerwehr. Vielleicht kommt ja wieder ein spannender Einsatz rein. Okay, schade. Ich dachte, wir könnten wenigstens den Tag gemeinsam verbringen. Das hast du doch vorhin auch gesagt. Ja, aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Ich gehe lieber wieder zur Feuerwehr. Das mit den Hunden ist mir zu langweilig. Okay, sehr schade. Komm, Flo, dann gehen wir mal zu den Hunden. Das machen wir, Alina, gerne. Keks ist echt ein schöner Hund. Ja, finde ich auch. Aber du hast echt auch tolle Hunde. Besonders die zwei Kleinen hier sind ja echt super putzig. Der scheint Keks zu mögen. Ja, das scheint echt so. Aber mit denen habe ich ein riesiges Problem. Wenn ich nicht bald irgendwelche Nachfolger für die Hunde finde, muss ich einen von ihnen einschläfern lassen, denn ich kann mich nicht um alle kümmern und zwei von denen sind auch schon sehr alt. Was? Einschläfern lassen? Nein, das darfst du nicht machen. Ich habe eine Idee. Echt? Und was für eine? Ich kenne eine Familie, die haben zwei Meerschweinchen und die Kinder wünschen sich ganz doll einen Hund. Das fände ich ja super, wenn wir einen Hund vermitteln könnten. Dann könnten wir denen das ganze Schlimme drumherum ersparen. Das stimmt. Oh Gott, das wäre ja viel zu schade um die Hunde. Schau nur, Keks versteht sich echt gut mit dem Kleinen. Vielleicht sollte ich den mal der Familie vorstellen. Das können wir gerne machen. Wollen wir uns vielleicht morgen nochmal treffen? Ich finde dich echt nett und du siehst auch echt super gut aus. Oh, vielen Dank, Flo. Wie lange bist du denn schon mit Linus zusammen? Ach, es ist jetzt schon ein bisschen mehr als ein Jahr. Oh, okay. Aber der scheint dich ja nicht so gut zu behandeln. Ach, in letzter Zeit läuft's auch nicht mehr so gut. Ich hoffe mal, der wird sich wieder ein bisschen ändern. Manche Jungs ändern sich, manche ändern sich nicht. Wenn du willst, kannst du gerne morgen wieder vorbeikommen. Ich bin morgen wieder hier mit den Hunden. Okay, cool. Komm, Keks, wir machen uns auf den Nachhauseweg. Mach's gut, Flo. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Wir sehen uns morgen Mittag wieder. Da freue ich mich drauf, Alina. Mach's gut. Mensch, die ist ein tolles Mädchen, oder? Ich wünsche nur, ich hätte irgendwann mal so eine tolle Freundin. Die ist echt klasse. Hoffentlich komme ich vielleicht mit ihr zusammen. Vielleicht sollte ich sie mal fragen, ob sie Lust hat, sich so mit mir zu treffen.
Was sagt ihr? Nicht so wild. Okay, ich frag sie ja schon. Das war echt doof von Linus, einfach zu gehen. Aber jetzt überlege ich mir, ob ich mich nicht einfach mal mit Flo treffe. Er scheint echt nett zu sein und ein Herz für Tiere hat er auch noch, besonders für Hunde. Und ich liebe ja auch Hunde. Der war echt nett und gut ausgesehen. Hat er auch. Schauen wir mal, was da noch so passiert.